Und ich sage wieder herzlich willkommen. Moin moin, schön, dass ihr dabei seid. Wildwest 16-fach Map. Noch zusammen weiterhin mit Junior, der im Wald unterwegs ist. Habe ich Angst allein im Wald, ja. Aber das ist noch hell genug, ne? So, wir haben jetzt hier nochmal Luzerne voll gemacht, die vorletzte Portion. Dann haben wir hier vorne noch die beiden Grasfelder. Auf dem einen ist der Big M noch am Schwatt machen. Also mähen und Schwatt ablegen. Und hier drüben muss noch gewendet und auch Heu gemacht werden. Ja, und dann ist wahrscheinlich die letzte große Grasernte hier, weil die ganzen Ernten, die noch anstehen, werden vermutlich auch noch viele Wochen in Anspruch nehmen. Wollen wir mal gucken. Da ist noch eine Markierung. Theoretisch kann er auch komplett alleine arbeiten, ne? Wir brauchen jetzt irgendwie mal gleich einen LKW mit einem Holzlader. Also dann kann ich vielleicht noch erst schnell diese beiden Flüssigdüngerladungen verkaufen, die wir noch haben. Oh. Ist unser Feld so krass vorgefallen hier? Das ist doch unser eigenes hier, was ist? Das ist ja eine Blumenwiese. Das ist ja gar nicht mal so gut hier. Unser Sorghum hier ist es komplett mit Unkraut überwuchert. 54. Das hätte ich im Mai machen müssen, glaube ich. Jetzt habe ich, glaube ich, die doppelte Unkrautspaß hier auf 54. So, wann kommen denn die Daten? Karte wird geladen. Und das ist halt das Ding bei einer 16-fach-Map. Auch wenn das, ne? Das, oh ja, ist echt schlimm. Unkraut. Komplett voll mit Unkraut. Und das selbst mit Precision Farming verstehe ich gar nicht. Ich kann sehen, ich muss Unkraut kämpfen, dringend. Ich hätte gerade auch weiter fahren können, weil ich auch zu 54 gekommen. Nee, das ist Giftspritzen. Feld 54 ist von Unkraut befallen. Das ist schlimm, das stimmt. Das mindert den Ertrag.
letzte Mal geguckt. Stimmt. Schon wieder am Feld. So. 41 Meter. Zwei Vorgewände. Man soll natürlich beim Spritzen auf Bahn anfangen eigentlich. Rechne, rechne, rechne. Ne, wirf ihn runter. Darf nicht irgendwelche Kabel reinbeißen. Hallo, moin moin, danke fürs Reinschalten. Ja, ich muss ja erstmal den Kurs da machen. So, ich weiß gar nicht, war das einer, der auch was aufnehmen kann, oder ist das... Genau. Lass doch alles wild irgendwo stehen, ne? Da hinten steht so ein Ladewagen irgendwo, hier steht so ein Träger mit Anhänger irgendwo, also... Ein bisschen Chaos über die. Ich mache ja schon immer Chaos. Wie der Vater, so der Sohn, sagt mein Sohn. Ganz neunmal klug. So, Wald, Wald heißt das einfach, ne? Ja, wir werden das wahrscheinlich mit Crossplay auch mal machen lassen. Einen riesigen Schwatt rein. Ach, immer dieses Autosave. Und auch das sind halt so Geschichten. Das schreckt mich alles aktuell auch noch ab, auch wahrscheinlich für einen 25er eine 16-Fach-Karte zu bauen. Weil das mit diesem ständigen Autosaves und die Speichern und die Daten, das ist für normale Rechner einfach zu viel. Und ich habe ja schon einen relativ schnellen Rechner und einen guten, einigermaßen guten Prozessor, also weit, weit, weit über aktuelle und auch zukünftige Mindestanforderungen. Und im Durchschnitt ist es dann halt echt nachher nervig, ne? Zu langen Autosaves. Und Autosave abschalten will man ja auch nicht, weil, ja, irgendwann früher oder später wird es ja vielleicht doch mal abschmieren. Ich muss erst den Helfer rausschmeißen. Hast du jetzt den zweiten geschnappt gleich? Oder? Okay. Also manchmal verhält es sich komisch. Also jetzt kriege ich hier schon eben keinen Flüssigdünger raus.
Eine Portion ist ja noch. Dachte ich nämlich auch zuerst, dass er jetzt leer wäre. Aber es waren erst zwei, das ist jetzt die dritte Portion. Eigentlich, aber auch er will nicht aufladen. Verstehe ich nicht. Aber wir haben schon zweimal Portionen hier rausgeholt. Flüssigdinger. Flüssigkeitenfass. Wir haben schon zwei Portionen verkauft und die dritte will er nicht rausrücken. Jetzt geht's. Genau. So, ein LKW ist am Wald angekommen. Holz einsammeln, ist ja schon so viel im Wald. Oh. Mal, wie viel Holz hier schon liegt. Ich kann Baumstumpf wegnehmen. Warte mal. Baumstumpf entfernen, jo. 40 Bäume hast du gefällt. Schon voll. So, jetzt müssen wir mal gucken. Einstell so Wald. Soll das verkaufen am Bauernmarkt, ne? War das ja schon? Verkauf Bauernmarkt, Holz, genau. Und mit dieser Ladung Holz haben wir, glaube ich, die 5 Millionen Marke dann geknackt. Das war natürlich auch zum Ende des heutigen Streams. Dann nochmal eine gute Nachricht. Und bedeutet, wenn wir noch eine oder zwei Ladung Holz beim nächsten Mal verkaufen, haben wir völlig entspannt genug Geld für das riesige Feld 39, was voll ist mit Gerste. Beide voll. Wer denn hier? Achso, das ist ein Futterverkäufer. Ich denke, so fährt hier ein Trecker. So. Was? Ne, haben wir nicht.
Nee, der Schwader, der da vorne steht, ist auch schon fertig. Der Schwader könnte wieder gegen einen Heuwender getauscht werden. Wieder gegen einen Heuwender. Weil nebenan ist noch Heu zu wenden. Das schaffst du. Wieder zu Feld 5 geschickt. Hier erstmal auch keinen Sinn. Moinsen, Mahlzeit. Danke fürs Reinschalten. Zu den letzten Minuten vom Wild West heute. Und warte jetzt eigentlich nur noch, dass er Holzverkäufer einmal verkauft und dann haben wir Feierabend. Halt. Ja. Nee, den werfen, jetzt hat er da auf den Stuhl gekrallt, oder? Hm, komisch. Ja, dann darf er gar nicht mehr darauf. Blöde Katze. So, der zweite Fermenter war noch nicht ganz voll. Die Portion kann da nochmal hin. So, ja. Rein. Nö, das hast du ja beide. Ich glaube, da steht schon wieder einer leer, oder? Ja, der Schwader steht da halt rum. So, Achtung, die Gelduhr dreht gerade, liebe Leute. Dreht Richtung 5 Millionen. Ist das schon der Holzverkauf oder noch Mischfutterverkauf? Ich weiß es nicht. Wir verkaufen ja beides. Und Geld sieht aus wie ein Holzverkauf. 5 Millionen haben wir geknackt. Wir sind mal gestartet heute mit knapp 2, ne? Wir haben 3 Millionen heute verdient. Mit Hilfe von Fan Junior. Sehr gut. Haben wir gut gemacht. Und theoretisch könnten wir auf nächstes, ne, locker das nächste Feld kaufen und wir haben noch ein bisschen Helferpuffer. Das wird gerade beides gleichzeitig verkauft. Die 50.000 sind aus dem, genau, 50.000 war Mischfutter und 160.000 ist Holz. 5,1 Millionen. Und das Umweltbonus, 18, weg vom Feld. Ja, ne, weg vom Feld. Hä? Prost, Leute. Das hat sich gelohnt. Dann können wir beim nächsten Mal echt aus den Vollen schöpfen und überlegen, ob wir so eine dicke Ernteaktion starten wollen auf Feld 39. Ne? Mal schauen.
Also ganz abwegig ist es nicht. Wäre nochmal eine lustige Aktion auf jeden Fall. Und danach kommen noch die kleinen eigenen Felder. Und dann ja, ist man hier ja auch langsam tatsächlich auch schon am Ende. Weil zack, zack, ne? Und schon ist irgendwie Oktober, kurz vor November. Na, wenn wir jetzt mal gucken, der Juli ist jetzt schon wieder rum, ne? Heute ist der 30.07. Aus YouTube-Sicht sind wir schon wieder irgendwo Mitte August. Natürlich wird das Projekt noch ein paar Tage lang laufen, weil ich ja immer ein bisschen in der Voraufnahme bin. Und je nachdem, wie es jetzt zeitlich in den nächste Woche oder übernächste Woche zulässt, werde ich wahrscheinlich nochmal eine Sonderschicht zusammen mit meinem Sohn hier einlegen. Dann kommen wir noch ein bisschen voran. Haben wir auch noch einiges zu tun. Und jetzt haben wir jetzt noch die letzten Zähne ballen, aber das fällt auch fertig. Es liegt auf jeden Fall noch Holz im Wald. Da können wir noch eine Portion sammeln. So, der linke Fermenter möchte auch Gras haben, das passt ganz gut. Dann können wir zusätzlich zu den Luzerneballen, die wir schon geladen haben, noch ein bisschen Grasballen dazu packen. Moin, moin. Muss er jetzt auch nicht jeden kleinen Fipsel da aufsammeln. Da liegt noch so viel. So, dann machen wir Feierabend für heute, Leute. Ich danke euch fürs Reinschalten. Wir haben auf jeden Fall gut geschafft. Bodenstand ist sehr, sehr zufriedenstellend fürs nächste Mal. Wir verdienen dann nochmal Geld mit ein, zwei Ladungen Holz mehr. Und ja, mal gucken, ne, wie es dann weitergeht. Bis dahin, schönen Nachmittag euch gewünscht. Heute Abend kann sein. Ich muss mal gucken, ob ich heute Abend noch eine Runde Big Ambitions spiele. Das wäre theoretisch wieder dran als nächstes. Und weiß ich aber noch nicht ganz genau. Kann auch sein, dass ich mit der Drohne nochmal losgehe. Je nachdem, Wetterlage ist natürlich echt top aktuell. Und ja, ne, apropos Drohnenvideo, oben ist noch verlinkt, ne, wenn ihr euch das nochmal angucken wollt, das aktuelle Drohnenvideo, oder falls ihr nicht so viel Zeit habt, gibt es auch ein Short-Video sozusagen da mit ein paar kleinen Ausschnitten vom Dreschen. Und hier nochmal der Link dazu, würde mich freuen, wenn ihr da nochmal reinschaltet, euch das anguckt und wenn es gefällt, logischerweise auch ein Like da lässt, ne. Ja, von daher, liebe Leute, vielen Dank für euren Support. Schönen Nachmittag euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Soll ich noch Tschüss sagen? Tschüss.